Du bist neu im Bereich E-Gitarre und möchtest wissen, wie man denn grundlegend einen guten E-Gitarrensound überhaupt einstellt? Im heutigen Video stelle ich dir die grundlegenden drei Komponenten des E-Gitarrensounds vor und zeige dir, wie du damit arbeitest. Bleib dran! Viele E-Gitarren-Einsteiger fragen mich meistens per E-Mail: Kannst du mir die beste Gitarre empfehlen für den optimalen AC/DC-Sound oder Metallica oder den U2-Sound oder den Pink Floyd-Sound? Und hin und wieder schreibt auch mal jemand unter eines meiner Videos: Toller Gitarrensound, wie heißt die Gitarre oder welches Modell verwendest du? Und die Frage ist natürlich naheliegend: Wir wollen ja alle, dass das, was wir spielen, auch gut klingt und dass wir unseren Vorbildern nacheifern klanglich. Leider ist aber die Wahl der richtigen Gitarre gar nicht so entscheidend, wie du vielleicht dachtest. Es gibt noch andere Komponenten des Sounds, die alle zusammenpassen müssen und die alle zueinander im Verhältnis stehen. Darum soll es, wie gesagt, heute gehen: die drei Grundelemente eines E-Gitarren-Sounds und wie du damit umgehst. Übrigens, wenn du neu hier bist, dann denk auch darüber nach, meinen Kanal zu abonnieren. Von mir gibt es in aller Regel zwei neue Videos die Woche. Ich denke, es lohnt sich. Die Inspiration für mein heutiges Video, die kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus dem Bereich Kamerabedienung, Fotos machen, Videos machen. Da bin ich gerade mal wieder dabei, mein Wissen zu erweitern, zu ergänzen, und ich schaue mir gerne Videos an von Fotografie-Profis, die mir da was Neues zeigen können und erklären, wie so eine Kamera eigentlich funktioniert. Und da fiel mir ein, dass viele Laien, wenn sie ein schönes Foto sehen, doch einfach nur sagen: Toll, deine Kamera macht aber schöne Bilder. Und alle, die sich wirklich damit beschäftigt haben, die wissen, die beste Profikamera ist nutzlos, wenn der Laie sie bedient, ohne jegliche Vorkenntnisse, am besten im manuellen Modus der Kamera. Da wird nichts Tolles bei rauskommen, egal wie gut die Kamera ist. So ähnlich ist es vielleicht mit dem E-Gitarren-Sound, dass man sich zu sehr versteift auf die Wahl der richtigen Gitarre. Dabei hängt so viel anderes noch dran. Und so kam ich eben von der Beschäftigung mit der Kamera zum heutigen E-Gitarren-Sound-Video. Bei der Kamera gibt es das sogenannte Belichtungsdreieck, bestehend aus Blende, Belichtungszeit und ISO. Und ich habe mir überlegt, wie könnte denn das Sound-Dreieck für den E-Gitarren-Sound aussehen? Ich würde sagen: E-Gitarre, Verstärker, Effekte. Das soll die Grundlage sein für das heutige Video. Wir schauen uns nacheinander die drei Komponenten an: E-Gitarre, Gitarrenverstärker, Effekte. Alle drei Elemente dieses Sounddreiecks haben entscheidenden Einfluss auf den fertigen Gitarrensound und sie beeinflussen sich auch gegenseitig. Erstes Soundelement: die E-Gitarre. Das ist ja das, was alle Anfänger auch im Blick haben, dass man eine ordentliche Gitarre kaufen sollte. Witzigerweise hat aber das konkrete Modell, würde ich sagen, den geringsten Einfluss auf den fertigen Gitarrensound. Klar, so eine Gitarre muss sich gut anfühlen und muss bespielbar sein, sonst geht gar nichts. Aber extreme Soundunterschiede ergeben sich eher durch die beiden anderen Soundelemente, zu denen wir noch kommen werden. Also hört ihr mal zu Beginn drei verschiedene E-Gitarren an, wobei aber die Verstärker- und Effektkomponente genau gleich bleibt. Daran wird nichts verändert. Einfach mal jetzt nur die Komponente, verschiedene E-Gitarrenmodelle im Vergleich. Ist also erstmal nicht so ein Riesenunterschied, wie du vielleicht gedacht hättest oder wie ich zumindest früher gedacht hätte. Ich dachte, dass die Gitarre viel größeren Einfluss hat als alles andere. Heute würde ich sagen, für die Grundsounds sind Verstärker und Effekte entscheidender, einen ganz anderen Klang rauszuholen. So eine E-Gitarre hat in aller Regel mehrere Tonabnehmer und dann kannst du mit dem Tonabnehmer-Wahlschalter verschiedene Positionen der Tonabnehmer umschalten, also ein Tonabnehmer einzeln oder zwei in Kombination üblicherweise. Ich persönlich bin ein Fan von HSS-Gitarren, werden die genannt. Das heißt, die haben einen Humbucker, das ist so ein Doppelspuler, und zwei Single Coils. Da hast du fünf klangliche Varianten zur Auswahl, fünf Sounds durch das Betätigen dieses Tonabnehmer-Wahlschalters, und das war's. Das ist also kein Muss. Du kannst mit jedem Gitarrenmodell klarkommen.
Aber damit fühle ich mich am besten gewappnet für alle Fälle. Wenn aber wiederum die anderen Komponenten, Verstärker, Effekte und auch die Spielweise komplett gleich bleiben, klingt das auch erstmal nicht so spektakulär unterschiedlich. Was musst du dir merken zu den Tonabnehmerpositionen? Ich würde dir empfehlen, den Stegtonabnehmer, also der heißt so, weil er am Steg positioniert ist, für alles härtere, durchsetzungsfähigere zu verwenden, höhenreiche, durchsetzungsfähige Sounds, zum Beispiel Rock, Rhythmus, Gitarre. Den Halstonabnehmer würde ich für einen wärmeren, voluminöseren Sound nehmen. Und die Zwischenpositionen für alles, was nicht so aufdringlich sein soll, vielleicht für Akkordspiel in einer Band, was ein bisschen zurückhaltender sein soll, gerne für völlig cleane Sounds und allgemein für dezentere Klänge, würde ich sagen, nehme ich gerne die Zwischenpositionen. Wenn du wirklich neu bist im Bereich E-Gitarre, dann würde ich dir empfehlen, alles andere an Regelmöglichkeiten deiner Gitarre eher unangetastet zu lassen. Ich würde also Volumen- und Tonregler voll aufdrehen. Auch ich als Profi mache das heutzutage in den meisten Fällen so, dass ich alle Regler der Gitarre voll aufdrehe. Ich hatte auch Phasen, wo ich es anders gelöst habe. Aber damit machst du erstmal nichts falsch. Alle Regler voll auf und die weiteren Klangveränderungen machst du mit den anderen Soundkomponenten. Eine Sache weniger, um die du dich dann sorgen musst. Okay, kommen wir zur zweiten Komponente des E-Gitarren-Sounds, das ist der Verstärker. Hier muss man sagen, zwischen E-Gitarren-Verstärkern und E-Gitarren-Effektgeräten gibt es heutzutage keine ganz klare Trennlinie mehr. Die Verstärker übernehmen häufig auch Effektfunktionen, also haben eingebaute Effekte und auch umgekehrt. Viele Geräte, die als Effektgeräte verkauft werden, haben auch Verstärker-Modelings an Bord, also Simulationen von E-Gitarren-Verstärkern. Aber auch bei so einem Modeling-Gerät, das in einem Gehäuse Verstärker und Effekte verbindet, musst du trotzdem wissen, wie du einen Sound veränderst. Und im Gerät gibt es trotzdem immer eine Verstärker-Sektion, an der du herumschrauben kannst und eine Effekt-Sektion, dass du einzelne Effekte anschalten kannst oder wegnehmen der Effektkette und bearbeiten. Also egal, welche Variante du am Ende wählst, ein Grundverständnis, was macht der Verstärker, was machen Effekte, was macht die Gitarre, brauchst du immer. Zum Umgang mit dem Verstärker gibt es verschiedene Konzepte. Die einfachste Variante wäre, dass du den Verstärker einmal fest einstellst auf deinen gewünschten Sound. Ich habe jetzt hier mal einen typischen Fender-mäßigen Clean Sound. Es gibt Leute, die verwenden nur diesen Fender Clean Sound aus dem Verstärker und machen alles an Veränderungen oder Verbiegungen, nenne ich es mal, des Sounds mit Effektgeräten. Und so einen Sound kannst du im Prinzip für alles verwenden, was du machst, egal ob Jazz oder Metal oder Blues. Das kann eine solide Basis sein und alles andere machst du dann, wie gesagt, mit Effektgeräten. Und viele Gitarristen schwören darauf, den Verstärker so auf diese Art immer gleich eingestellt zu lassen oder vielleicht je nach Auftrittsort minimal zu verändern, weil jeder Raum auch ein bisschen anders klingt. Aber bei diesen Leuten wäre dann die dritte Komponente, die Effektkomponente unter Umständen wesentlich wichtiger als der Verstärker. Auch für mich war das jahrelang das Modell meiner Wahl ein sehr einfach aufgebauter Verstärker. Ich habe 10 Jahre lang den Brunetti Singleman verwendet, der wirklich auch nicht viel mehr kann als einen guten, stabilen
Clean Sound. Und darüber hinaus habe ich eben mit Effektgeräten gearbeitet und war auch damit in der Lage, alle gewünschten Sounds abzurufen durch verschiedene Verzerrerpedale und so weiter. Dazu kommen wir gleich noch. Aber dann kann der Verstärker praktisch unangetastet den ganzen Abend dasselbe machen. Übrigens, wenn ich jetzt hier dir Verstärker-Demos vorstelle, verwende ich dafür den Strymon Iridium. Das ist ein Modeling-Verstärker. Also eigentlich eine Verstärkersimulation. Und dieses Gerät kann drei typische Gitarrenverstärker simulieren. Der, den ich jetzt hier erstmal verwende, ist also wirklich eine Fender-Simulation, sodass du eine Vorstellung hast, wie das klingt. Und der Strymon kann aber auch noch zwei andere, einen typischen Vox AC30 simulieren. Und der dritte ist ein Marshall Plexi. Wenn du dich für den Iridium interessierst, ich habe dazu schon mal ein Video aufgenommen, wo ich dir das Gerät näher vorstelle. Ich werde es dir hier nochmal verlinken. Was ist jetzt der Vorteil dieser Variante, den Verstärker clean einzustellen und nichts weiter damit zu machen? Es kann live die Sache einfacher machen, dass du dich eigentlich nur auf die Effektgeräte noch konzentrieren musst, nicht mehr gleichzeitig daran denken musst, Verstärker umschalten, Sounds am Verstärker ändern vielleicht noch und Effektgerät. Das ist eine Komponente, um die du dir dann keine Sorgen mehr machen musst live. Und sollte der Verstärker mal ausfallen, was mir alles schon passiert ist, dass auf einmal kein Ton mehr rauskommt, dann kannst du mit jedem x-beliebigen Ersatzverstärker weitermachen, weil der Verstärker in dem Fall nichts Besonderes können muss. Der muss einfach nur einen Clean Sound haben und das haben alle Verstärker. Ich habe also schon live spontan mit einem ganz anderen Verstärker weitergespielt, den mir ein anderer Gitarrist geliehen hat bei einem festivalmäßigen Konzert. Und das hätte nicht funktioniert, wenn mein Verstärker alle möglichen Sounds hätte abliefern müssen. Aber dazu gleich noch. Ein weiterer Vorteil, wenn ich praktisch die ganzen speziellen Sounds mit Effektgeräten mache, ist, dass ich, wenn sich mein Geschmack ändert und ich einen anderen verzerrten Sound zum Beispiel haben möchte, muss ich mir nicht einen anderen Verstärker kaufen, wenn die Verzerrung nämlich nicht aus dem Verstärker kommt, sondern dann kann ich einfach kostengünstig mir ein anderes Verzerrerpedal kaufen und kann meinen Verstärker aber ewig weiter benutzen, ganz egal, welchen Geschmack ich gerade habe oder wie das Resultat klingen soll. Das Verstärkermodell ist dann einfach nicht so wichtig. Dann gibt es aber Leute, die machen es anders. Die verwenden mehrkanalige Verstärker. Das heißt, dass ein Verstärker schon mehrere Grundsounds liefert. Meistens sind das verschiedene Zerrstufen auch. Also ein cleaner Sound, wie du ihn gerade gehört hast, und vielleicht ein angezerrter Sound und noch ein richtig verzerrter Sound. Also hier mal ein paar Klangbeispiele von verschiedenen Verstärker-Grundsounds. Ja, und solche Sounds schaltet man dann üblicherweise auch mit einem Fußschalter um. Und es gibt auch Leute, gerade im Profibereich, die sogar mehrere Verstärker sich auf die Bühne stellen und zwischen den Verstärkern hin und her schalten, weil jeder Verstärker anders klingt. Aber das Ganze ist natürlich sehr viel Aufwand, wie du dir vorstellen kannst. Schlepperei, mehrere Verstärker, Wartung für mehrere Verstärker, die müssen ja dann alle auch immer in Ordnung sein. Aber so ein mehrkanaliger Verstärker war in meiner Anfangszeit auch meine Wahl, weil ich auch nicht wusste, wie es anders geht so richtig. Ich habe damals Effektgeräte nicht so ernst genommen, dass man damit auch den Klang formen kann. Ich dachte einfach, der Verstärker muss die ganze Arbeit machen. Und Vorteile des flexiblen Verstärkers mit mehreren Sounds wäre zum Beispiel, dass viele Leute sagen, Verstärkerverzerrung klingt hochwertiger, gerade bei Röhrenverstärkern und deren Simulationen, als im Gegensatz mit Verzerrerpedalen. Manche mögen einfach Verstärkerverzerrungen lieber als
Pedalverzerrung. Aber so ein flexibler Verstärker ist oftmals auch sehr schwer und groß. Und wenn dir der Sound des Verstärkers oder ein Sound dann nicht mehr gefällt, du hättest gerne einen anderen, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als dir einen neuen Verstärker zu kaufen. Und das wird dann meistens eher teuer oder teurer, als ein Effektgerät auszutauschen. Okay, und die dritte Komponente des E-Gitarren-Sounds sind, wie schon gesagt, die Effektgeräte. Wenn du jetzt den Verstärker neutral, clean eingestellt hast, du brauchst aber viele verschiedene Sounds, dann müssen deine Effektgeräte oder auch ein einziges Multi-Effektgerät kann es sein, müssen sehr viel mehr können. Also das Effektgerät oder die einzelnen Verzerrerpedale müssen in der Lage sein, deinen Grundsound in völlig verschiedene Richtungen zu verbiegen. Hier mal ein Beispiel für ein und denselben Verstärker-Grundsound, aber jetzt verbogen, sage ich mal, oder verzerrt mit verschiedenen vorgeschalteten Verzerrerpedalen. So ein Effektgerät kann den Klang aber auch noch in ganz andere Richtungen verbiegen. Es muss nicht immer die typische Verzerrung sein. Es kann zum Beispiel auch ein starker Chorus-Effekt sein, der den Klang total auf den Kopf stellt. Darüber hinaus würde ich sagen, Effektgeräte dienen vor allem der Veredelung der Grundsounds, so ein bisschen das Sahnehäubchen. Oder sie fügen dem Klang was hinzu, wie zum Beispiel Hall oder Echo. Und manche Effektgeräte hören die Zuschauer auch gar nicht. Mir ging das früher oft so, dass ich als Zuhörer bei Konzerten war und habe mir danach mal angeschaut, was der Gitarrist alles an Effektgeräten vor sich aufgebaut hat und war oft überrascht, wie viel das ist. Und ich habe es gar nicht gehört im Konzert. Ich habe nur gehört, es klingt konstant gut. Also es gibt auch viele solcher Geräte, die dafür sorgen, dass es einfach nur konstant gut klingt. Zum Beispiel, indem sie Nebengeräusche verhindern, also ein Noise-Gate-Pedal oder ein Kompressor oder ein Booster, der dafür sorgt, dass leise Stellen lauter sind im Verhältnis. Also nicht jedes Effektgerät ist auch jetzt wirklich krass als Sound hörbar. Der Vorteil der Variante Cleaner, Verstärker und alles andere mit Effektgeräten ist zum Beispiel der, dass du dann alle Einzeleffektgeräte in einer Reihe vor den Verstärker, vor den Eingang des Verstärkers schalten kannst. Also du gehst mit deinem Gitarrenkabel in das erste Effektgerät und vom letzten Effektgerät gehst du mit einem Kabel in den Eingang des Verstärkers. Das funktioniert aber nur, wenn du den Verstärker clean lässt, wenn du nur einen cleanen Grundsound nimmst. Wenn du verschiedene, auch stärker verzerrte Sounds des Verstärkers nutzt, dann musst du es komplizierter machen mit den Effektgeräten. Dann klingt zum Beispiel ein Echo-Effekt nicht mehr gut vorm Verstärker, sondern dann musst du den sogenannten Einschleifweg des Verstärkers nutzen, dass man manche Effekte zwischen Vor- und Endstufe schaltet des Verstärkers, andere sollen aber besser davor. Also es wird komplizierter, wenn dein Verstärker mehr als nur den reinen Clean-Sound liefert. Man könnte so grob sagen, die klangformenden Effekte oder klangverbiegenden, wie ich immer sage, die schaltet man eher vor den Verstärker. Und die Effekte, die dem Klang was hinzufügen, wie ein Echo, die schaltet man eher zwischen Vor- und Endstufe. Natürlich kann es auch sein, dass jemand sagt, mein Verstärker macht einen wunderschönen angezerrten Sound. Ich möchte aber, dass es noch mehr zerrt in Summe. Also mache ich angezerrten Sound mit dem Verstärker und füge noch ein Verzerrerpedal hinzu. Dann wäre das ein Mix aus beiden. Das gibt es auch sehr oft. Aber es soll ja ein Grundlagenvideo sein heute und da würde ich es erstmal nicht zu kompliziert machen. Entweder Verzerrung aus dem Verstärker oder Verzerrerpedal. Jetzt sagst du vielleicht, Christian, ich muss das alles gar nicht wissen. Mein Modeling-Gerät hat völlig fertige Presets, da ist der Sound schon komplett. Ich muss überhaupt nicht wissen, was da abgeht. Das ist alles schon einprogrammiert. Leider sind nur diese ab Werk schon programmierten Sounds ziemlich unbrauchbar für die Praxis. Das musste ich auch erstmal schmerzlich erfahren. Diese Sounds sind üblicherweise so eingestellt, dass sie für Anfänger, die noch gar nicht spielen können,
möglichst beeindruckend klingen. Also, dass du einen Ton spielst und es kommt vielleicht eine Reihe spannender Echos noch hinterher oder sowas. Vergleichbar wäre vielleicht eine Kamera mit besonders krassen Effekt-Foto-Modes, wo die Bilder krasse Farben haben auf einmal, aber wo man mit der Zeit merkt, es ist eigentlich zu viel. Für die Praxis braucht man was Dezenteres. Und so ging es mir mit den effektüberladenen Sounds, dass ich dann spätestens im Bandkontext merkte, das funktioniert so nicht. Die Gitarre säuft quasi ab. Man hört die Gitarre gar nicht. Also da muss man sehr wohl dosiert mit Effekten umgehen. Das heißt, du musst vermutlich sowieso eingreifen und musst die Sounds verändern in deinem Gerät. Ja, und dann ist es natürlich wichtig zu wissen, wo du, an welcher Stelle du eingreifst. Veränderst du die Einstellung des virtuellen Verstärkers oder nimmst du ein Effektgerät aus der Kette oder drehst die Verzerrung am Effektgerät zurück oder am Verstärker rein? Wie auch immer, du musst Bescheid wissen, wie so eine typische E-Gitarren-Soundkette funktioniert. Das soll es erstmal gewesen sein mit den Grundlagen, die drei Elemente des E-Gitarren-Sounds: E-Gitarre, Verstärker und Effektgeräte. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen weitergeholfen. Du hast bestimmt Fragen dazu. Stell mir diese Fragen gerne unten als Kommentar. Ich helfe gerne weiter oder vielleicht auch andere, die es lesen und die sich schon besser auskennen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über den Daumen nach oben. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal.